Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema zentrische Streckung mit Hilfe von Vektoren oder auch wie man überhaupt einmal Vektoren zentrisch streckt. So, ich habe mal einen Vektor PQ aufgezeichnet und den will ich am Streckungszentrum Z zentrisch strecken. Vektor PQ wird auf dem Vektor P'Q' am Streckungszentrum Z mit dem Streckungsfaktor K abgebildet und dann bekomme ich eben meinen Vektor P'Q'. So, ganz allgemein kann ich jetzt sagen, der Vektor PQ hat ja die Koordinaten Vx und Vy und der Vektor P'Q' die Koordinaten V'x und V'y. Was bedeutet überhaupt Vx in der Zeichnung? Vx ist ja nichts anderes wie diese Länge, die x-Länge und Vy ist die y-Länge des Vektors. Genauso kann ich es hier machen. V'x ist die x-Länge des Vektors und V'y ist eben diese y-Länge des Vektors. Und wenn ich genau hinsehe, kann ich natürlich diesen Längen auch zentrisch strecken. Und jetzt kann ich es einfach allgemein schreiben. Ich kann also sagen, dass V'x gleich k mal Vx ist. Ist ja nichts anderes wie unsere Eigenschaft der zentrischen Streckung, dass die Bildstrecke auf eine parallele Strecke in k-facher Länge abgebildet wird. So, das Ganze kann ich auch mit Vy machen, also V'y ist gleich k mal Vy. Und das kann ich jetzt einfach reinschreiben. Ich kann also sagen, der P'Q' hat die Koordinaten V'x und Vy' und das wäre ja dasselbe wie k mal Vx und k mal Vy. Und diesen Faktor k, also den darf man einfach davor schreiben, das heißt aber, dass jeweils Vx und Vy mit dem Faktor k multipliziert werden. Ganz allgemein kann ich also sagen, dass man den Bildvektor P'Q' erhält, indem man den Vektor PQ mal k rechnet. Und genauso ist es auch für die zentrische Streckung von Vektoren gilt. Bildvektor ist gleich k mal der ursprüngliche Vektor. So, jetzt wollen wir da dieses Beispiel noch schnell mit Zahlen durchrechnen. Ich habe also den P mit 1 und 0,5 und den Q mit 3,5 und 1,5 und ich will den Vektor PQ an Z gleich 2 und minus 1 und K gleich 2 auf den Vektor P'Q' abbilden. Ich brauche also dazu erst einmal den Vektor PQ, den kann ich berechnen mit 3,5 minus 1 und 1,5 minus 0,5 und dann bekomme ich die Koordinaten des Vektors mit 2,5 und 1. Und jetzt brauche ich nur noch, um den Bildvektor zu erhalten, eben diesen PQ mit k zu multiplizieren. Also der Vektor P'Q' ist gleich 2 mal 2,51. Kann ich auch so schreiben, eben 2 mal 2,5 und 2 mal 1 und der hat dann eben die Koordinaten 5 und 2. Zum Berechnen brauche ich also dieses Streckungszentrum Z gar nicht, weil egal wo das Streckungszentrum Z ist, die Koordinaten bleiben trotzdem gleich. Allerdings brauche ich natürlich dieses Streckungszentrum Z dann zum Zeichnen, dass ich genau weiß, wo der Pfeil PQ und der Pfeil P'Q' liegen. So, das war's auch schon zu diesem Video und bis zum nächsten Mal.